Einigkeit und Recht und Freiheit. Es sind diese Worte, mit denen seit 60 Jahren die deutsche Nationalhymne beginnt. 60 Jahre, in denen das Deutschlandlied unser Land musikalisch repräsentiert. Danach lasst uns alle streben. Doch dem Musiker Samuel Harfst kam die Aussage der Hymne dabei immer zu kurz. Auf die Worte würde zu wenig geachtet. Ich finde den Text der deutschen Nationalhymne fand ich schon immer sehr schön und hatte dann überlegt, am Anfang einfach die mal weniger pompös aufzunehmen. Eine Idee, die ankommt und bundesweit immer mehr auch prominente Unterstützer findet. Ich finde es toll, was der Samuel Harfst macht. Das klingt sehr, sehr... klingt sehr warm und finde ich eine tolle Idee, dass er sich daran gewagt hat. Blühe deutsches Vaterland. Ab und an ist die Fälschung besser als das Original und in diesem Fall habe ich gedacht, das ist genau richtig. Da hört man einfach hin, lässt sich gehen, kann sich einfach mal so schön baumeln lassen und sich die Musik einfach nur anhören, ohne drumherum abgelenkt zu werden. Auch im Netz verbreitet sich das Lied immer schneller. Mehrere Tausend haben sich den Song bereits online angehört, mit positiver Resonanz. Ich glaube, das schönste Feedback bis jetzt fand ich von Leuten, die gesagt haben, dass sie besonders auf den Text nochmal neu geachtet haben und eigentlich gemerkt haben, was das für schöne Sachen sind. Und gerade Einigkeit, Recht und Freiheit sind, glaube ich, so Ideale, auf die man eine sehr gute Gesellschaft bauen kann. Doch der Musiker will noch mehr und ruft via YouTube dazu auf, Teil des Videos zum Song zu werden. Und jetzt bist du gefragt, zeig uns dein Deutschland, schick uns ein Foto oder ein kurzes Video mit dem, was Deutschland dir bedeutet, was es für dich ist. Und das ganze Material, was dann zusammengesammelt wird, werden wir in dieses Video integrieren und freuen uns, wenn du Teil des Projektes wirst. Wir hatten das ganz stark auf dem Herzen, dass dieses Video zum einen natürlich die Schönheit Deutschlands zeigt, aber auch wirklich ganz unverblümt die Wahrheit zeigt. Und deswegen war es so wichtig und nötig, dass das so von ganz vielen Leuten kommt, weil niemals eine kleine Gruppe von Menschen definieren kann, was Deutschland ist. So hoffen Samuel Harfst und Band auf rege Beteiligung, um fernab von Politik und Ideologien ein buntes, ein vielschichtiges Deutschlandbild zu zeigen.